Yo, YouTube, hier ist euer Cookie Power. Nee, Spaß. Ich habe eine Kamera, wie man unschwer wahrscheinlich erkennen kann anhand der Qualität. Ich gucke jetzt gerade leider auf dem Bildschirm und schiel ein bisschen an euch vorbei, aber ich schiel ja sowieso. Bart ist gerade auf Fokus, sehe ich. Ja, ich habe mir die Sony. Wie komme ich auf Zoe? Ach, Mäuse, Gaming-Mäuse, Zoe. Die Sony, die ZV-E10 geholt, also das erste Modell. Ich wollte eigentlich das zweite Modell holen, habe seit einem Jahr eigentlich jetzt gewartet, bis es released wurde. Dann hat es leider kein Ibis gehabt und für 1.2 bzw. 1.1 nur der Body war es mir leider zu teuer. Und habe ich die ganze Zeit geschwankt zwischen der hier und der A6700. Die kann dann halt 120 FPS und hat halt ein paar KI-Features und IBIS und so. Was ich wahrscheinlich nicht brauchen werde, weil ich meistens halt irgendwie im Stativ filme. Die kann jetzt nur 30 FPS, hat mich am Anfang die ganze Zeit abgeschreckt. Das muss ich sagen, geht eigentlich, vor allem wenn du einfach nur statische Aufnahmen machst, ist das eigentlich voll in Ordnung. Nur ja, Slow-Mo oder so muss dann halt dann 1080p. Es gibt kein Zwischending wie bei GoPro, dass du 2,7K machen kannst, sondern du machst 1080p oder du machst 4K. Ja, aber gut. Qualität sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt einen Samyang drauf, 12 mm mit einer, ich glaube, 2.0er Blende. Wo ich sagen muss, hier an manchen Stellen hat die 2.0er Blende nicht gereicht. Ich habe momentan eine Sigma 16 mm mit 16 mm auf mit einer 1.4er Blende im Auge und werde ich wahrscheinlich auch holen. Die hat dann Autofokus, die hat nicht Autofokus, da muss ich, oder das Objektiv, sorry, muss ich die ganze Zeit selber manuell vorher einstellen. Ist ein bisschen blöd, wenn sich da der Fokus quasi verändert. Ja, und sonst sind die Aufnahmen, glaube ich, ganz gut geworden. Werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen, ne? Also, haut rein. Viel Spaß. Tode. Ja. Jo, ich weiß nicht, ob das ein Intro, ein Outro oder irgendwas anderes wird. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe Stativ hinten drin, Kamera hinten drin. Habt ihr entweder die Aufnahmen gesehen oder ihr seht es jetzt. Ja, und sehr viele Esskastanien. Sprich, sehr viel Masse, um jetzt runterzukommen ans Auto. Und dann fahrt sich rein. Habe ich sie ein bisschen geschoben. Leider nicht so viel hinbekommen, wie ich eigentlich geplant hatte. Da ich viel einstellen musste teilweise. Ja, also viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich hier manuell ziehen soll, so leicht. Ich habe Angstzustände gehabt, dass es da hinten überkippt. Mit schon ordentlich Gewicht hinten. Ich bin ja noch mal keiner, der ohne Rucksack fährt. Ich fahre ja eh immer mit Rucksack. Aber das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ein bisschen von der Spur abgekommen.